Hallihallo, meine lieben Let's Play-Freunde. Da sind wir mal wieder bei Stardew Valley. Folge 9 schon. Wahnsinn. Was wir alles erreichen. Zusammen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, sehr geil. Mein Vater schickt mir ein kleines Geschenk. 500 Gold. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sage ich euch. Ja, dann nehme ich mir mal die Gießkanne. Und fang mal an. Bleibt ja eh nichts anderes übrig. Hey, Peachy! Ach ja, wie schön. Bin mal gespannt, wann ich wieder was ernten kann. Ach ja. Ja, ich habe jetzt auch eine längere Zeit nicht gespielt. Mal gucken, ob ich direkt wieder reinkomme. Oder ob ich noch ein bisschen länger brauche. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir letzte Folge gemacht haben. Ich glaube, wir haben das Eierfest gesucht. Ja, müsste das Eierfest gewesen sein. Ich habe gewonnen. Ich habe den tollen Hut gewonnen. Stimmt. Na. Jetzt konnte ich es wieder mit dem Hut assoziieren. Weltklasse. Na gut, also ich habe auf jeden Fall den Hut gewonnen. Und da steht mir ausgezeichnet, wie ihr seht. Ich glaube, ich habe noch nie so was Schönes wie diesen Hut an mir gesehen. Na gut, ist halt so. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich habe gedacht, ich kriege vielleicht seltenes Saatgut oder irgendwie sowas Cooles. Aber nein, ich habe den Strohhut gewonnen. Klar, warum denn auch nicht? Mann, der sieht ja auch totschick aus an mir. Wer möchte nicht so einen Strohhut haben, ne? Sind wir mal ehrlich. So. Habe ich alles bewässert und ich habe die Hälfte meiner Energie nur noch. Weltklasse. Wobei, ich könnte vielleicht mal in die Mine. Ich könnte in die Mine und ich könnte noch hier was abgeben. Dann gebe ich doch was ab und gehe dann in die Mine. Ja, machen wir so. Das machen wir so. Gute Idee, Sabrina. Gute Idee. Ach, und jetzt finde ich natürlich wieder irgendwelchen Scheißdreck. Na, vielleicht werden wir den ja jetzt auf dem Weg noch los, indem ich die zum Beispiel verschenke. Das wäre eine Maßnahme. Definitiv. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob man mich richtig gut hört. Ich habe nämlich mein Mikrofon umgestellt. Und jetzt weiß ich nicht, ob es besser oder schlechter ist als vorher. Na gut. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare posten, ob es besser oder schlechter geworden ist. Und wenn ihr sagt, es ist schlechter geworden, dann sollte ich mir vielleicht doch mal ein anderes Mikro zulegen. Das würde ich gegebenenfalls auch machen. Daran soll es ja nicht scheitern. Ja, was ich mir auch schon überlegt habe, ob ich mir quasi eine Facecam installiere, so dass ihr mich auch mal sehen könnt. Ich denke, das wäre vielleicht auch ganz cool. Würde vielleicht auch das Let's Play ein bisschen auflockern, wenn man weiß, wer sich dahinter verbirgt. Wow. Was für wahnsinnige Gegenstände. Naja, egal, ist halt so. Aber wir können trotzdem zwei Sachen beim Gunther abgeben. Das stimmt mich doch schon mal glücklich. Oh, und New Reward. Weltklasse. Geil. Melonensamen für den Sommer. Richtig geil. Mit Melonen holt man nämlich eine Menge Profit raus.
Was auch sehr ertragreich ist, sind für den Sommer die Starfruits. Ich glaube, dass die im Sommer dran sind, wenn ich mich nicht genau irre. Die sind auch ziemlich ertragreich. Und ansonsten, was geht denn noch im Sommer? Was geht denn noch im Sommer gut? Ja, die Melonen. Ja, die Melonen sind schon top. Kann man nichts gegen sagen. Die sind schon echt richtig klasse. So, jetzt bringen wir den ganzen Schunder mal zurück. Sodass wir uns dann halt auch wirklich darauf konzentrieren können, in die Mine zu gehen. Und dementsprechend dann auch uns auszurüsten, beziehungsweise nicht zu stark ausrüsten, um einfach mehr Inventarplatz zu haben. Was ich jetzt als nächstes machen werde für das Gold, ist, dass ich mir die Erweiterung der Tasche hole. Ich denke, das ist das Cleverste, was man dann als nächstes machen kann. Ja, das ist dann natürlich auch richtig geil für die Mine, wenn man dann einfach auch mehr rausholen kann. Oftmals hängt es ja auch dann daran, keine Ahnung, man hat was Geiles gefunden, muss dann was anderes wieder aus dem Inventarplatz rausschmeißen. Und das tut schon weh. Also, das ist schon blöd. So, wir sind ja auch direkt bei Level 10. Ach ja, wir haben ja die Boots bekommen. Da war ja was. Ja, die sind richtig ekelhaft, diese komischen Pflegeviecher. Nervig ohne Ende. Das ist ja cool, direkt die Leiter gefunden. Das macht richtig Spaß. So muss das sein. Noch eine Leiter gefunden. Und welche gehen wir denn dann am besten runter? Ja, es kann in einem Spiel auch noch öfters passieren. Hier ist auch direkt wieder eine Leiter. Okay. So, wir missen jetzt mal direkt ein bisschen aus. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Klasse, ein bisschen Kohle kann man auch noch mitnehmen. Ach, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Nervig. Obernervig.
mal schön kurz hier die Treppe ist. Sehr schön. Na los, komm schon. Treppe. Ah, sehr gut. Da ist auch direkt eine Treppe. Das heißt, wir schaffen es auf jeden Fall bis auf die 15. Freut mich natürlich sehr zu hören. Ach, und schon wieder so ein saublödes Viech. Meine Fresse. Muss doch nicht sein. Ach, das nervt so richtig. Mal jetzt ein bisschen abernten. Ja, so spät haben wir es ja auch noch nicht. Das passt ja dann. Oh, eine Geode. Geoden sind gut. Geoden ohne Hoden. Na, das wäre doof. Ja. Ja, das schmeckt doch immer, ne? Bisschen Lauch für den Lauch. Wunsch, noch eine Diode. Die kann man immer gebrauchen. Oh, da unten, da gibt es ja noch richtig Kupfer. Naja, was heißt richtig Kupfer? Oh nein, scheiße. Glück gehabt. Oh, die sind auch richtig ekelhaft. Weil da werden dann quasi diese komischen Fliegeviecher draus. Das ist nervig. Nee, komm, da gehen wir jetzt auch raus. Wir sind ja auch erschöpft. Wir sind jetzt auf Level 15 runtergekommen. Das nächste Quest ist ja quasi, dass wir bis auf Level 40 gehen sollen. Und in jedem 10er, ah schade, in jedem 10er Level verbirgt sich ja auch eine Überraschung dann nochmal. Da kann man dann auch gespannt sein, was es da noch gibt. Oh, da ist wieder jemand zum Anquatschen, der Sebastian. Mhm, natürlich. Ach, schade, dass ich die Hacke nicht mitgehabt. Noch jemand zum Anquatschen. Was ist die Mauro? Maru. Ah. Natürlich, ich bin immer auf der Farm am Arbeiten. Weil ich so viel zu tun habe als Farmer. Ich habe einfach so viel zu tun. Wangel habe ich auch nicht dabei. Na gut, ich bin eh erschöpft, da kann ich eh nichts machen. Da kann ich eh nichts Großartiges machen. Aber mit den Fackeln ist jetzt ganz cool, weil da kann ich jetzt ein paar auf meinem Gelände stellen, sodass ich dann halt auch nachts ein bisschen was sehen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Ganz praktisch eigentlich auch. Dann ist nicht so stockduster. So, mal jeden anquatschen. Mit meinem Ansehen steigt. Wichtig, wichtig. Immer diese tollen Freundschaften, die sich dann entwickeln. Ach ja. Nicht schlecht. Also mit dieser Mütze, die steht mir einfach so unglaublich gut. Ich glaube, ich werde mir für mich auch eine holen. Ja, doch. Die kommt schon echt klasse. Die sieht richtig gut aus. Ich denke, die wird auch so im täglichen Leben zu mir gut passen. Als altes Farmer-Girl geht einiges. Ich sag's euch, Leute.
So, mal die Torch aufstellen. Wir könnten ja mal hier eine hinsetzen. Und wir könnten mal hier eine hinsetzen. Und dann könnten wir vielleicht hier oben noch mal eine hinsetzen. Ja. Das ist nice. Wobei, die ist scheiße. Die nehme ich mir mal wieder und setze sie hier hin. Ja, hier ist doch wunderprächtig. Ach, jetzt wo ich so weit bin, dann kann ich auch noch mal ein bisschen was craften. Natürlich, dann kann ich hier noch mal ein bisschen Weg verlegen. Dann sieht es doch auch schon gleich richtig toll aus hier bei mir. Richtig klasse, oder? Was haltet ihr jetzt da davon? Sieht top aus. Ich weiß, Leute, ich weiß. Richtig toll einfach nur. Richtig schön. Ganz toll, idyllisch. Was soll man sagen? Kohle. Kohle ist nämlich immer gut. Die kann ich mir schon mal wieder rausnehmen. Was ist denn mit der Hacke? Brauche ich auch hier. Ach, das kann ich eigentlich wegtun. Ja, vielleicht könnte ich die morgen mal pflanzen. Ja, das kann ich eigentlich mal machen. Und dann kann ich mir hier schon mal Fertilizer basteln. Ich denke, das ist auch gut. Und das hier. Ach ja, ach klar, machen wir so. Oh, wir haben ja auch schon 11:30 mittlerweile. Dann geht's jetzt doch mal ab in die Falle. Ab in die Falle. Natürlich möchte ich schlafen. Yeah, Level 1 Combat. Was kann ich mir craften? Sturdy Ring. Weltklasse. So, und ein neuer Tag ist angebrochen. Ups. Leute, es regnet. Es regnet. Ah, hätte ich das gewusst. Oh, und extra Lack habe ich. Das heißt, wir gehen heute unsere zwei Geoden öffnen. Aha, und extra Lack. Was habe ich hier? Da hat die gute Dame recht. So, Fertilizer wollte ich mir noch machen. Ich Idiot. Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, 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 da. 15. On top. Na, hier kann ich noch was ernten. Also, ich habe gedacht, die Bohnen wären mittlerweile mal so weit. Anscheinend noch nicht. Schade. Aber ich finde es natürlich mega, dass ich jetzt nicht ernten muss hier. Das ist echt richtig mega. Ernten muss, gießen muss natürlich. Normalerweise. Dann hole ich mir doch auch noch mal was. Klar, wieso denn auch nicht? Wenn ich dann schon auf dem Weg bin, könnte ich ja auch quasi. Dann könnte ich nämlich auch die Abenteuertasche kaufen. Und die Geoden aufmachen. Ja.
Dann machen wir das jetzt so. Okay, neuer Plan. Neuer Plan. Ach, die Geschäfte machen ja erst um 9 auf. Oh, ich. Oh, Leute, seht ihr das? Wir können ernten. Das passiert uns jetzt ganz oft. Oh, wisst ihr was? Dann nehmen wir direkt einen anderen Weg. Dann haben wir noch einen kleinen Zeitvertreib. Bis wir dann am Geschäft und so weiter ankommen. Ich bin so clever. Clever, clever, clever. 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 Ziemlich clever. Ach ja. Das macht doch Spaß. Richtig Spaß hier. Leute, was wir hier schon alles gesammelt haben. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ihr müsst mir dann auch mal in den Kommentaren schreiben, was euch wichtig ist zu sehen. Wollt ihr sehen, wie ich ganz schnell die Mine unten erreiche? Wollt ihr sehen, wie ich das Community Center relativ zügig wieder restauriere? Wollt ihr sehen, wie ich eine Familie gründe, heirate und so weiter? Das müsst ihr mir mal halt in den Kommentaren schreiben. Das ist wichtig zu wissen. So können wir natürlich dann auch den Let's Play-Verlauf gestalten. Ne? Wenn ihr sagt, keine Ahnung, ich habe selber schon Mine Level 120 erreicht. Das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig, das will ich nicht sehen. Mir ist wichtig zu sehen, keine Ahnung, wie ich heirate und wie ich zwei Kinder kriege. Dann versuche ich da natürlich mein Bestmöglichstes, um das voranzutreiben. Werde dann allerdings andere Sachen schleifen lassen müssen. Ne? Also das ist einfach so. Oder wir sagen, wir machen ein ausgeglichenes Spiel, dass wir quasi von allem ein bisschen was zeigen. Das dauert dann halt insgesamt ein bisschen länger, ne? Da könnt ihr mir ja mal mitteilen, wie ihr darüber denkt. Das wäre toll. Dann geht es jetzt nochmal zum Clint. Oh. Hm. Ah, Gunther. Na gut. Dann geht's also wieder zu Gunther. Ach ja. Super, dann gehe ich jetzt noch schnell was einkaufen und verkaufen. Ach ja, dann müssen wir ja mal gucken, was die Abenteuertasche kostet. Ich weiß gar nicht mehr, hat die jetzt 10 gekostet oder 2,5? Wie teuer war die denn eigentlich? Ach, 2, okay. Not enough money. Ja. Die brauchen 12 Tage.
Yeah. Yeah. Jetzt geht's richtig ab bei mir. Ich sag's euch, Leute. Jetzt geht's richtig, richtig ab. Jetzt geht die Post ab. Jetzt geht die Post ab. Was ich jetzt alles sammeln kann, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, ich sag's euch. Ah ja, die kann ich essen, okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt eine gegessen habe, aber ich wollte mal eine essen. Yeah. Ich habe doch gesagt, es geht die Post ab. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr gemerkt, ne? So. Ach nee, das kommt ja da gar nicht rein. Das tue ich auch hier rein. Die pflanze ich jetzt noch. Ja, nein, ja. Das kommt wieder hier rein. Und die Angel nehme ich mal mit. Für den Fall der Fälle. Dann, was machen wir noch? Wir könnten auch hier noch was machen. Nee. So, Leute, und dann geht's jetzt wieder in die Mine. Ach, wie gut. Voller Energie, da können wir einiges machen. Einiges. Aber ich habe ja gesagt, jetzt geht's richtig ab. Schauen wir nochmal einen Penner an. Yeah, und der freut sich da auch noch darüber, dass wir ihm was zu essen gegeben haben. Ach, wie toll. Jeden Tag eine gute Tat. Jeden Tag eine gute Tat, ich sag's euch, Leute. So, da sind wir da auch schon wieder. Das heißt, wir können direkt jetzt runter auf die 15 gehen. Das macht es natürlich um einiges leichter. Das ist auch ein bisschen eklig. Nein! Sie fressen mich! Nein! Nein! Ihr Nein! Schweine! Jetzt sterbe ich hier ein paar Fliegen oder was? Also das wäre ganz bitter. Geschafft. Oh, direkt zwei Geoden. Okay, und direkt die Leiter. Was ist denn hier heute los? Also ich habe mehr als ein bisschen Glück, wie es aussieht. Oh, ist das klasse. So, hier können wir mal ein paar Schleimse töten. Wenn die mich nicht töten. Erstmal eine gute
irgendwas zu mir nehmen. So. Hier scheint nichts mehr Dolles zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter runter. Ach, ich soll jetzt mal gucken, Leute. Manchmal findet man nämlich Cave Carrots. Und die sind auch im Kommen und werden auch häufig gefragt von unseren lieben Mitmenschen in Pelican Town, ob man nicht mal eine Cave Carrot für sie hat. Diesmal aber anscheinend nicht. Ein paar Mix Seeds, die gehen wohl immer. Wir haben schon 8:30. Oh, ich sehe gerade, wir sind auch schon bei 31 Minuten Aufnahmezeit. Ich finde, das passt eigentlich immer ganz gut, wenn man quasi in einer Folge zwei Tage spielt. Also, wenn man es jetzt nicht unheimlich aufwendig gestaltet oder man nur Blödsinn macht, dann passt das eigentlich ganz gut von der Aufnahmezeit. Ja, und wenn es dann mal 2-3 Minuten länger sind, sind es halt mal 2-3 Minuten länger. Ist ja auch nicht schlimm. Dafür sind es dann das nächste Mal nur 26 Minuten oder so. Alter, wie behindert. So eine Scheiße braucht keiner. Du brauchst hier gar nicht zum Hopsen dich fertig machen. Du gehörst einfach nur geschlachtet. Endlich. So. Ach, schon 11. Mist. Wir müssen zurück. Bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt abzuhauen. Weil hier unten kommen auch wieder nur irgendwelche komischen Scheißfliegen. Natürlich. Sonst bin ich nachher noch tot. So, jetzt aber raus hier. Oh, toll, und da kann ich gar nicht raus. Jetzt aber. Was ist denn das jetzt? Nein! Nein! Alter, und schon so spät. Ich schaffe es nicht. Ich wache morgen ohne Energie einfach auf. Nein! Ah, die Geode wollte ich doch mitnehmen. Wir haben ja jetzt in einem Durchgang 6 Geoden. Ess noch mal hier. Ess noch mal was. Das ist natürlich traurig. Oh, jetzt bleib ich hier auch noch an dem scheiß Busch hängen. Hoffentlich schaffen wir es dann jetzt noch nach Hause. Aber es müsste eigentlich zeitlich passen. Es müsste eigentlich so sein, dass wir um 1.40 Uhr bis 1.50 Uhr direkt am Haus ankommen. Mehr Zeit dürften wir eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Wenn ich nicht nochmal irgendwo hängen bleibe.
geschafft, Leute. Oh, Gott sei Dank. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Aufnahme dann wieder. Oh, was kann ich denn Neues craften? Level 3 Farming. Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Also. Oh, das ist natürlich auch richtig praktisch hier. Notfalltreffer. Geil. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmepause. Na? Ciao, ciao.